Nach Kerze 1 kommt Kerze 2. Nach Kerze 2 kommt Kerze 3. Die dritte Kerze ist heute wichtig. Und jeder freut sich doch so richtig auf den neuen Sonntag jetzt. Der dann wird zu guter Letzt abgelöst von Kerze 4. Doch 7 Tage steht sie hier. An diesem Adventssonntag habe ich mich mit den Mädels der beautifulen Adventsaktion zusammengeschlossen und ich darf heute wieder etwas Tolles, richtig Tolles bzw. mehrere tolle Sachen an euch verlosen. Was ist denn das? Und das? Und hier oben sind auch so mysteriöse Christbaumkugeln. Nicht nur bei mir gibt es heute etwas zu gewinnen, sondern auch noch bei der lieben Woodgreen 106 und bei der lieben Honeylenchen. Schaut auf jeden Fall auf ihren Kanälen vorbei. Heute könnt ihr 3 Preise bei mir gewinnen. Ich freue mich sehr, Teil der beautifulen Adventsaktion sein zu dürfen. Bei dieser Aktion haben heuer wieder ganz viele tolle Mädels mitgemacht und es sind alle Kanäle in der Infobox verlinkt. Schaut auf jeden Fall auch bei den anderen Kanälen vorbei. Es wird an jedem Adventswochenende etwas verlost und es gibt tolle Preise und wir freuen uns natürlich alle, wenn ihr zahlreich mitmacht. Bei mir gibt es heute 2 Beauty-Preise zu gewinnen von Max Factor. Einmal im schwarzen Säckchen gibt es diesen Max Factor Lidschatten und ich finde, Gold im Winter geht immer, also ist eigentlich fast ein Must-Have und da ist ein wunderschöner Goldton drinnen. Smoky Eye Drama Kit in Sumptuous Golds und dann von Max Factor die Velvet Volume Mascara. Ich glaube, damit kann man wirklich einen wundervollen Look schminken für die Weihnachtszeit. Im weißen Säckchen befindet sich auch eine Mascara und zwar von Max Factor die Glamorous Extensions 3-in-1 Mascara und ein Lippenstift, denn knallige Lippen sind auch ein Must-Have in der Weihnachtszeit. Das ist die Farbe So Delightful und das ist ein Lipfinity Lip Color von Max Factor. Ich möchte mich auch nochmal bei Max Factor und Braun bedanken, dass mir die Preise zur Verfügung gestellt wurden und ich damit meine Zuschauer in der Adventszeit beschenken darf. Um eines dieser Säckchen gewinnen zu können, braucht ihr einfach nur einen Kommentar hinterlassen, in den ihr hineinschreibt, ob ihr lieber das schwarze oder das weiße Säckchen gewinnen wollt. Ich werde die Gewinnerin dann per Zufall auslosen. Der Hauptpreis am heutigen dritten Adventssonntag ist wirklich mega genial. Und zwar ist es eine Brown Face Gesichtsbürste bzw. es handelt sich dabei um einen Gesichtsepilierer, der auch noch einen Bürstenaufsatz dabei hat. Also da kann man sich damit sogar die Augenbrauen epilieren, Härchen im Gesicht. Und man kann aber auch das Gesicht reinigen damit. Und zusätzlich dazu darf ich auch noch das hier verlosen. Und zwar ist das das Bürstenset. Hier ist einmal eben eine Peelingbürste, dann so ein Beauty-Schwamm, eine extra Sensitive-Bürste und nochmal eine zweite normale Bürste, die auch hier enthalten ist, dabei. Und ich hoffe, eine von euch freut sich über diesen Gewinn, weil ich finde, das ist wirklich ein Megapreis. Die Gewinnerin muss mir dann auf jeden Fall sagen, wie sie die Bürste findet und auch für welche Bereiche sie sie verwendet. Damit es nicht langweilig wird, habe ich mir überlegt, dass ihr Folgendes machen müsst, wenn ihr die Gesichtsbürste gewinnen wollt. Ihr müsst ein kleines, kurzes Weihnachtsgedicht dichten und in die Kommentare schreiben. Das Gedicht muss 3 Begriffe enthalten, und zwar einmal beautiful, dann birdie und als drittes Bürste. Beautiful, birdie, Bürste. Damit dichtet ihr ein kurzes Gedicht, was sich auch reimen muss, das ist die Voraussetzung. Das schreibt ihr mir in die Kommentare und ich werde dann per Los eine Gewinnerin auslosen.
die Gesichtsbürste und die Aufsätze gewinnt. Ja, mitmachen beim Gewinnspiel könnt ihr ab 18 Jahren. Wenn ihr unter 18 Jahre seid, dann bräuchte ich im Falle des Gewinnes eine Einverständniserklärung eurer Eltern. Ihr könnt mitmachen aus Deutschland und Österreich. Und ja, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mehr brauche ich, glaube ich, dazu nicht sagen. Ich schreibe nochmal alles in die Infobox. Und wie gesagt, es sind alle Mädels der Beautifulen Adventsaktion in der Infobox verlinkt. Schaut euch ihre Kanäle auf jeden Fall an. Ich freue mich mega, dass ich Teil davon sein durfte. Ich war auch letztes Jahr beim Beautifulen Adventskalender dabei und fand es richtig toll. Danke Franzi und auch an alle anderen für die ganze Organisation. Und ja, es hat mich wirklich gefreut mitzumachen. Und ich wünsche euch nochmal einen wundervollen dritten Advent. Es ist wirklich bald Weihnachten und das Gewinnspiel geht übrigens bis zum vierten Advent. Ich hoffe, es geht sich dann aus, dass die Gewinne noch unter dem Christbaum sind. Ansonsten kann man die Sachen dann auch gut für einen Silvesterlook brauchen, beziehungsweise die Gesichtsbürste dann für die Silvestervorbereitungen. Ich hoffe, ihr freut euch und macht zahlreich mit. Ich freue mich schon, eure Gedichte zu lesen und wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Bis bald. Tschüss.